Hallöchen! Ja, ich möchte mich als allererstes mal bedanken für jetzt über 800 Abonnenten. Und nochmal zu dem Gewinnspiel. Der Erik hatte ja gewonnen, das habe ich ja bei Facebook angekündigt. Der Erik hat auch geantwortet. Er müsste die Reifen jetzt schon eine Weile haben. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Und es wird nicht das letzte gewesen sein, aber das nächste Mal werde ich es auf jeden Fall anders machen. Weil ich habe mich dann entschieden für die Leute, die es unten als erstes geschrieben hatten, weil ja, obenrum war es ja dann immer nur noch dasselbe. Um was es heute eigentlich geht, seht ihr schon in der Beschreibung. Problem ist nur, die Box ist ein bisschen zu riesig und ich kann die jetzt hier nicht hinstellen. Deswegen hole ich jetzt nur den Kartondeckel. Da müssten es einige Leute, glaube ich, schon sehen können. Bachelor of the Year 2012, 2013 übrigens auch. Ja. Ready to run, waterproof, brushless ready, Lipo ready, BRX-System, 2 Jahre Garantie. Ein Reifen sieht man, mehr kann ich euch hier nicht zeigen. Ich probiere euch mal noch ein bisschen andere Specs zu zeigen. Gucken, ob das hier klappt. Da haben wir das Motörchen, 80 Ampere Regler. Motor mit 3600 kV, 4-Poler. Ein Servo mit 7 Kilo Stellkraft. Waterproof alles komplett. Das sind die Reifen. Was kann ich euch noch zeigen? Das wird nix. Der Karton ist echt groß. Das Chassis ist so Sandwich-System wie beim Savage. Kann man sagen, Stoßdämpfer, ja, High-Performance-Stoßdämpfer steht hier. Die Empfängerbox ist natürlich auch wasserdicht. Dann haben wir hier ölgefüllte Kugeldiffs. Und also alles Metall an dem Auto. Ich hole ihn jetzt einfach mal her hier. Das ist irgendwie alles. Obwohl, wir machen als erstes mal noch die Funke. Die Funke. Das ist hier, ja, Hobbyco typisch. Ja, das ist halt so eine übliche GT2-Abklatsch-Antenne zum Rausfahren. Hier unter dem Deckel hat man dann Einstellungsmöglichkeiten. Ziemlich standardmäßig, aber fühlt sich eigentlich ganz gut an. Ein bisschen kurze Wege, aber das ist man ja bei RTR-Funken gewohnt. 4 Batterien bloß. Das ist die übliche, die es auch bei Axial bei den RTR-Varianten gibt. Na hallo. Und das Praktische ist, der Empfänger ist halt ein typischer GT2-Empfänger. Das bedeutet, man kann jetzt die Absima-Funken damit binden und noch diverse andere Funken. Und ja, die macht einen ganz guten Eindruck. Klappert nichts oder so. Also das hier ist nur unten der Deckel. Also die ist schon solide verarbeitet. Da kann man echt nicht meckern. Die schimpft sich ATX 100. 2,4 GHz ist klar. Hier haben wir dann noch Antennenröhrchen und Beinplug. Und ja, kommen wir mal zum Auto selber. Das ist dieser hübsche Kerl. Also ich finde den von der Optik her richtig geil gemacht, muss ich sagen. Bin echt begeistert von dem Auto. Schön große Reifen. Die Karo ist echt klein, wenn man jetzt meine Hand sieht. Also ich war vorhin echt erschrocken, dass die wirklich ziemlich klein ist, die Karo. Aber ist halt, ja, 1 zu 10er Monster Truck, ne? Der ist so circa so groß wie ein 1 zu 8er Buggy. Wenn ihr den Vergleich mal sehen wollt, dann müsst ihr mal bei Facebook The German OC Channel eingeben. Und die gefällt mir Seite, das bin ich dann. So sieht das Ganze von innen aus. Die ist echt gut gemacht. Das ist so ein Candy Rot, so mit Flakes drin. Also von der Optik her finde ich das richtig geil. Also das gefällt mir richtig gut. Tja, und dann haben wir schon das Chassis. Extrem schmales Chassis, wirklich extrem schmal. Aber das Ding wirkt echt wie ein Panzer. Es ist alles Aluminium, was sein muss. Also hier haben wir Aluminiumplatten, Motorhalter ist Aluminium. Was ist noch Aluminium? Dämpferbrücke hinten ist Aluminium, vorne ist Kunststoff. Also das Ding macht echt einen sehr guten Eindruck. Die Reifen
haben sicherlich extrem Grip. Bin ich mir nicht sicher. Also, die fühlen sich richtig gut an. Hier hinten haben wir dann den schönen Motor. BLX. Ja, da wissen ja einige Leute, kommen da immer nicht so mit zurecht. Weil Oma macht das auch ein bisschen sehr umständlich. Also, es gibt drei Varianten von dem Granite. Es gibt den Mega, das ist der Brush. Dann gibt es den BLS. Das ist der mit dem kleinen brushless Motor, der geht nur bis 2S mit 40 Ampere Regler. Und dann gibt es den BLX, das ist der dann hier mit dem großen brushless Motor. Auf dem Karton, das könnte ich euch leider nicht zeigen, steht 60 Miles per Hour plus, also über 60 Meilen pro Stunde. Naja, die Aussagen kennen wir ja. Aber egal, was noch ganz cool ist, finde ich, ist hier der, wie der Akku drin ist. Hat man hier so einen Sicherheitssplint, dann drückt man hier ein bisschen runter und dann kommt hier ein Stab raus. Dann drehen wir den Kumpel mal um. Ja, hier haben wir jetzt noch Warnhinweis. Pappe ich jetzt mal hier dran. Und hier kommt dann der Lipo rein. Bis 3S natürlich, 80 Ampere Regler. Sollte gut vorangehen. Servo muss ich testen, aber. Es ist, also ich bin beeindruckt von der Verarbeitung. Also, ich hatte wirklich nichts Spiel oder irgendwie was. Das ist alles. Es ist echt. Es läuft auch richtig sauber alles. Selbst hinten Motor läuft wie von allein. Wheelie Board, die ist mit dem Chassis verbunden. Das macht das Ganze auch natürlich noch einen ganzen Tacken stabiler. Mal gucken, wie lange die hält. Heute ist schönes Wetter und ich. Deswegen halte ich das Video so kurz wie möglich, weil ich werde jetzt ein 3S-Lipo reinknallen, werde mir meine Rampen schnappen und werde rausgehen und werde ein Video machen, weil da habe ich jetzt richtig Bock drauf, die Karre jetzt fliegen zu lassen. Antenne guckt hier oben ein bisschen raus, ist aber nicht schlimm. Was noch gut ist, was ich vielleicht noch sagen könnte, dass die Gearbox, die ist so ein, kann man das erkennen, die ist so halb durchsichtig. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ansonsten von unten noch die Querlenker, die sehen zwar filigran aus, aber das fühlt sich richtig hochwertig an, aber richtig, richtig guter Kunststoff. Ich bin echt gespannt, ob der das aushält, was denn alle in Amerika sagen. Was die Karre mehr oder weniger interessant macht für Basher, ist zum einen, die Karre kostet, ich habe jetzt bezahlt bei RC Toys. Nochmal danke für den super Support. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber es lag an Oma und nicht an RC-Toy. Super Support. Ging alles reibungslos. Ich habe jetzt für den bezahlt bei RC-Toys 219. Und das ist ein echter Schnapper, wenn man überlegt. Das ist ein brushless Auto. Gut, es ist 2WD, es ist 1 zu 10er. Aber dennoch, laut Amerikaner. Soll das Ding ja seine Kohle echt wert sein? Und der Markus von Megacore 777 hat den ja auch. Der ist auch restlos begeistert von dem Auto. Und hat mir gesagt, da war noch nie groß irgendwas kaputt. Ich glaube, da war sogar gar nichts kaputt. Tja. Deswegen auch mal Grenade BXL. Werden wir sehen, wie er sich schlägt. So, also Federung macht auch einen richtig guten Eindruck. Nicht zu weich, nicht zu hart. Er kommt nicht durch. Also, bin echt. Erster Eindruck ist Hammer. Also, es ist nicht übertrieben oder so. Also, echt, erster Eindruck ist echt der Hammer. Und, tja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im Running-Video und bis zum nächsten Mal. Ciao. Invaders und alles ein bisschen schicker gemacht. Hier nochmal loot-chest.de. Also echt schick gemacht. Ich würde sagen, wir halten uns nicht lange auf mit dem Äußeren. Wir gucken direkt mal rein.